Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei StarCraft 2, wo wir, glaube ich, das letzte Mal, ja, die Terraner, sprich Warfield, angreifen wollten, um zu schauen, ob die das Artefakt noch haben, was sie ja, glaube ich, nicht mehr haben. Ich weiß es nicht so genau. Wir sind nämlich in einer neuen Aufnahmesession, fängt das schon gut an. Und wir schauen jetzt einfach mal nach. Um das Plateau der Verwegenen zu erreichen, müssen wir mit dem Schwarm durch den Knochen graben. Die Terraner werden uns mit allem angreifen, was sie haben. Feuer am Himmel, zerstören Sie die tyrannische Flotte. Bonus Zielbelohnung, 3 Machtpunkte für Kerrigan. Dann starten wir das mal. Stimmt, da haben Sie ja erzählt, dass wir die, als wir die Terraner noch gespielt haben, dass wir die Flug, ja, wie soll ich sagen, diese Plattform, wo sie die ganzen Flugeinheiten hatten, die Zerg, haben sie ja vernichtet, die Terraner, sprich wir haben die Plattform vernichtet. Und die Zerg hatten zu dem Zeitpunkt die Oberhand unter der Erde. Ja, und jetzt müssen wir auch unter der Erde vorankommen, weil sie die Lufthoheit haben. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze hier angehen werden. Ich habe keine Ahnung. Aber warten wir erstmal ab, bis das Level geladen hat. Was aber komischerweise ein bisschen dauert. Ah, jetzt. Der Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur Terranischen Festung. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuzer herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wieder erwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Zagara. Planung? Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Okay, recht simpel. Müssen den Tumor also nur bewegen. Sprich. Das werden wir dann jetzt gleich mal machen. Meine Königin. General Warfield hat einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht zwei gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Er braucht nur eines. Mal sehen, wie gut er sich Der schlägt. Kriecher hat das erste Terrornest erreicht. Erwache! Vernichte den Kreuzer! Perfekt. Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Mengsk wird leiden. Das würden wir, also das sollten wir ja hinbekommen. Da ist ja schon das nächste. Ist also nicht so schwierig. Wir sollten jetzt mal ein bisschen mehr Drohnen bauen, aber auch ein paar Kampfeinheiten, damit wir besser voranrücken Es können. ist Zeit. Damit fangen wir jetzt mal an. Brauchbare Steine in Zerg-Biomasse entdeckt. Wertvolle Sequenzen. Beschaffen.
wird Königin der Klingen verbessern. Ja. Oh, haben wir ja also hier auch nochmal ein Bonusziel. Die Eroberung geht weiter. Nehmen wir doch dann gerne mit. Der Schwarm erobert alles. Was du heute kannst besorgen, macht euren Frieden. Oh, noch mehr Truppen. Üben. Die nehmen wir natürlich auch mit an. Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Oh, hier eine kleine Zwischenbasis. Dieser Planet gehört mir. Okay, unsere Truppen sind hinüber. Da greifen sie jetzt auch hier an. Sollten wir schauen, dass wir mehr Arbeiter, ein bisschen Overlords und vor allem mehr Truppen bekommen. Es ist Zeit. Ah. Hier haben wir Unterstützung. Müssen wir jetzt aber die Bärstlinge nicht dafür draufgehen lassen. Ja. Rücken wir mal ein bisschen weiter vor. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf! Okay, jetzt müssen wir uns so wirklich mal langsam ranhalten. Evolutionskammer, Schaben, Höhle. Was haben wir denn noch? Bärstlingnest. Ja, bauen wir auch mal. Und Verteidigungstürme. Zumindest mal einen. Wäre schon von Vorteil. Dann hierhin, dann gehört das auch uns. Was ist es diesmal? Haltet die mal auf. Dürftet ihr doch hoffentlich schaffen. So, der ist hinüber. 7 Mal müssen wir das Ganze durchziehen. Okay. Es kommen noch mehr. Verbreitet den Kriecher. Das nächste ist nicht so weit weg. Wir warten aber mal, bis sich das ein bisschen ausgebreitet hat. Und rücken hier mal ein bisschen weiter vor. Sofern wir das denn schaffen. Oh. Sind ein bisschen stabiler, wie mir scheint hier. Dieser Planet gehört mir. Also besser befestigt. Es ist Zeit. Um Vespingas mit maximaler Effizienz abzubauen, benötigt es 3 Drohnen pro Extraktor. Ich werde Vergeltung üben. Nicht genügend Energie. Mach die Map. Platt, das schaffte nicht. Die Eroberung geht weiter. Nicht genügend Energie. Oder das wird doch noch was. Dieser Planet gehört mir. Ja, Kerrigan ist schon stark, muss man ja schon zugeben. Zum Glück, sonst hätten wir das jetzt gerade nicht geschafft. So, dann jetzt. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Mengs wird leiden. Wir passen uns. So, dann hier noch weitere Schaben, also Drohnen bauen. Hier nochmal Vespingas abbauen. Nutzen wir hier noch weitere Arbeiter. Eure Königin wird angegriffen. Ja, das überstehst du schon. Musst du noch die 2 Gebäude kaputt machen. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen hier. Jetzt halten wir uns hier noch ewig auf. Mist, das packen die so nicht. Das bauen wir mal aus. Hier sind wir schon am Bauen. Unsere Streitkräfte. So, dann bauen wir noch mal ein paar Drohnen mehr. Müssen wir noch ein paar Gebäude bauen. Deine Königin lauscht. Kerrigan hat der hier unten alles vernichtet. Alles.
Kommen aber leider keine Einheiten dazu. Nicht so gut. Dann rücken wir hier weiter vor. So, das wäre das. Dann weiter vor. Oh, ja. Sind aber Feinde. Entsende deinen Gorgonenkreuzer! Mist. Vernichtet Kerrigan! Da haben wir jetzt zu lange für gebraucht. Hydraliskenbau. Verseuchungsgrube. Und was haben wir hier noch? Schößling bauen wir auch noch. Sprich, was du heute kannst besorgen? Ja, und jetzt rück mal schneller vor, bitte. Landekapseln einsetzen! Danke, meine Königin. Weitere Teile meiner Brut haben sich zwischen den Toten eingegraben. Ich will, dass du in der Nähe der Front bleibst, um dort weitere Kriechertumore zu erschaffen. Ich verstehe. Je mehr Tumore, desto schneller breitet sich Kriecher aus. Ja, wir müssen nur noch mehr Tumore haben. Das ist das Hauptproblem. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Macht euren Frieden. Ich bin der Schwarm. Aber so langsam haben wir auch alles, was wir an einer hätten bauen können, also an Gebäuden, zusammen. Jetzt haben wir wieder den Flieger abgeschossen. Noch ein Kreuzer abgeschossen. Macht weiter so. Erweckt noch mehr Terrornester. Fordert einen weiteren Gorgonenkreuzer an! Da ist der nächste. Menksk wird leiden. Ich bin der Schwarm. Sprich. Hier müssen wir mal weiter vorrücken. Und ja, so können wir es nicht setzen. Aber nochmal einen zusätzlich, damit das schneller geht. Dieser Planet gehört mir. So. Eure Königin wird angegriffen. Ja, das hält sie jetzt aus. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ach, ja. Die ist weitergegangen. Das ist das Was Problem. Du heute kannst besorgen? Dann ist das ja verständlich, dass sie jammert. Wir müssen jetzt aber mal schauen, dass wir hier hinterherkommen. Das ist viel wichtiger. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Rücken wir hier mal vor. Da auch. Ah, hier haben wir jetzt einen Kriechertumor. Dann können wir das ja gleich zusammen anschließen. Und direkt. Oh, da ist der Flieger schon. Sollten wir lieber aufpassen. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Schneller vorrücken hier. Das wird eng. Es dauert ja mal ein bisschen, bis sich das Gebiet ausbreitet. So, das müsste lang. Ich werde Vergeltung üben. Haut alles hin. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mehr Truppen machen. Machen wir mal Mutalisken und Schwarmwirt auch noch dazu. Das ist doch direkt... Ach, das muss wirklich so da dran sein.
Verstehe. Wir haben noch einen erwischt. Warfield, überlass diesen Planeten mir. Niemals, Kerrigan! General Warfield hat einen weiteren Gorgonenkreuzer in den Kampf beordert, meine Königin. Wie viele haben sie denn noch? In diesem Graben sind viele Knochen. Zerg-Knochen. Auf ein paar mehr kommt es nicht an. Dann geht das jetzt in verschiedene Richtungen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Macht euren Frieden. So. Wir kennen keine Grenzen. Jetzt mal ein bisschen schneller vorrücken. Ich bin der Schwarm. Können wir so gut nutzen. Aber wo sind die Bonusziele? Oh, da ist ja schon der Flieger. Das ist ja heftig. Komme ich ja gar nicht richtig hinterher. Unsere Streitkräfte sollten sich von den Kreuzern fernhalten. Nur unsere Terrornester können sie vernichten. Ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungültiger Befehl. Problem ist, wir kommen nicht schnell genug hinterher. Und ich will jetzt auch keine Einheiten unnötig verlieren. Wir passen uns an. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mist, Mist, Mist. Das dauert jetzt ein wenig. Okay, das ist im Wirkungsbereich. Komm schon. Ja, es klappt. Sehr gut. Es ist Zeit. Was ist es diesmal? Wir kennen keine Grenzen. Direkt weiter vorrücken. Und auch hier. Verdammt! Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Oh, jetzt ist es hier. Ich glaube, wir müssten eine Königin dabei haben. Dann wäre das Ganze was anderes. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe aber trotzdem mal lieber ein paar gemacht. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie weiter vorrücken. Hier ist das Problem, da sind feindliche Einheiten. Dieser Planet gehört mir. Keine Gnade. Der Schwarm erobert alles. Können wir weiter vorrücken? So, und jetzt halten. Das ist dann ein gutes Stück, was die abdecken mit ihren Drohnen. Mist, dafür brauchen wir noch mehr. Dann geht ihr mal als Team 2 da vorne hin. Wie sieht's hier aus? Das dauert einfach zu lange. Sprich. Dieser Planet gehört mir. Geht es jetzt? Ja, jetzt geht es. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Müssen wir wieder ein wenig warten. So, ihr schafft es doch, oder?